Die Grundidee kam auf dem Fußballplatz. Das Testspiel ging mit 8-1 verloren. Da kam so die Idee auf, wie kann man diese subjektive Einschätzung, alle haben alles richtig gemacht, objektivieren, um da wirklich dann auch die Entwicklung voranzutreiben. Ganz zum Anfang, da haben wir uns dann mal im Fußballmarkt umgeschaut, wie läuft das eigentlich aktuell? Wir haben gedacht, das kann doch nicht sein, dass das höchste der Gefühle irgendwie ein blinkendes Hütchen ist. Klar gibt es im Profibereich dann Videowände, aber das ist halt viel zu teuer für den Amateur- und Jugendbereich. Wir haben studiert an der Hochschule Wismar, haben dort den Master gemacht, dann kam diese Idee auf und dann haben wir uns mal so ein bisschen umgehört, was sind so die Möglichkeiten, sich fördern zu lassen. Da sind wir dann auf den Inspired-Wettbewerb gestoßen. Und dann kam der Kontakt zu Hartmut Domröse vom RSI. Das war dann eigentlich auch so die erste, der erste Berührungspunkt, wo wir dann so nach draußen mit der Idee gegangen sind. Wenn man irgendwie eine kleine Idee hat, dann ist Inspired die perfekte Gelegenheit eigentlich. Weil man kann eigentlich nichts verlieren, sondern nur gewinnen und wenn es Erfahrung ist. Hi, ich bin Alex. Und ich bin Karl. Und zusammen sind wir Co-Founder von Matchfield Tactics. Und wir haben am Ideenwettbewerb Inspired der Hochschule Wismar teilgenommen.